Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ihr seht, ich bin mal wieder draußen. Guckt mal, findet ihr eigentlich meinen totschicken Hut Ader 20er Jahresstil? Ich finde den total toll. Den habe ich mir gestern gehäkelt. Und ich finde den richtig schick. Kleinchen hat gesagt, ich sehe lustig aus damit. Ich finde den schick. So, ihr seht, also da, hoch oder auch nicht, wo ist er denn? Da ist DJ, ne? Mit dem bin ich mal wieder draußen und hab gedacht, ich sülz euch ein bisschen voll. Wie so ein Schweinchen, so. Ich bin halt erkältet, ne? Aber es geht mir jetzt nicht schlecht oder so ein bisschen Kopfweh, aber momentan geht es eigentlich ganz gut. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, hat ja immerhin auch gestern noch zum Singen gereicht, ne? Ja, also ich warte auf eine Bestellung von Durham Beats. Das ist eine Bestellung von dreien. Auf die warte ich jetzt schon ewig. Und so langsam nervt's. Ne? Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, wie der angibt, ne? Da. Das ist so ein Angeber. Guckt mal. Habt ihr gesehen? Dieses Gucken und Scharren. Das ist so einer. Ja. Ich habe das, wie gesagt, jetzt letzten Monat bestellt. Das ist eigentlich direkt einen Tag nach der Bestellung ist es rausgegangen und es kommt und kommt und kommt und kommt hier nicht an. Ja. Ich weiß auch nicht. Also ich vermute mal, die zweite Bestellung, die wird eher da sein wie die erste, weil ich da ein bisschen Porto bezahlt habe und gesagt, nee, also ich habe keinen Bock mehr, so lange zu warten. Ne? Da kann ich auch bei Wish bezahlen. Übrigens, perfekte Überleitung. Wish. Ja, die haben mich ja aufgeregt. Die regen mich auch richtig auf. Die wollen mich verarschen, ne? Also Wish war eigentlich immer so ein bevorzugter Shop von mir. Bis sie ihr System umgestellt haben. So, ich habe was bestellt. Es kam nicht an. Da habe ich dann großzügig gewartet und gewartet und gewartet. Einen ganzen weiteren Monat, ja? So, ich denke, komm, jetzt bevor die Frist abläuft, ne, ich hätte Frist gehabt bis zum 9. Jetzt habe ich gestern gesagt, okay, jetzt beschwere ich mich. Ne, jetzt, ich habe auch keine Lust mehr darauf zu warten, ich möchte jetzt mein Geld zurück. So, nehme dieses komische System von denen, ist ja jetzt neu, dass man draufgeben muss, Kundenservice und bla bla bla. Ne? Ja, gebe da mein Anliegen an, ist eigentlich ganz praktisch gemacht. Aber da steht da plötzlich, wegen missbräuchlichem Verhalten meinerseits wäre mein Konto für Beschwerden gesperrt. Hä? Was soll das denn heißen? Ich habe bisher bei Wish ein einziges Mal einen Artikel angeprangert. Ja, und reklamiert. Das funktionierte einwandfrei. Ich habe sofort mein Geld zurückbekommen und damit war das Thema durch. Dann habe ich auch länger gar nicht bestellt. Und jetzt kommt der Hammer. Man kann da so einen Widerspruch einlegen. Und ich muss immer um DJ achten. Ne? Und in diesem Widerspruch muss man da so einige Felder ausfüllen. Bla, bla, bla. Und da war eine Frage tatsächlich, warum ich, DJ, hey! Jay, so ist er fein. Warum ich so häufig Artikel reklamieren würde. Ja, ein bisschen braver. Ich habe den jetzt erstmal geschrieben, dass ich einmal einen Artikel reklamiert habe und es problemlos lief. Und danach habe ich überhaupt nichts mehr reklamiert. Die Sachen, die danach gekommen sind, war immer gut.
Wie kommen die mir denn bitte? Was ist das für eine Scheiße? Ja. Naja. Ich schon wieder. Ich wollte euch mal zeigen, dass ich fleißig war, auch wenn außer Adventsvideos momentan nichts kommt an Craft und so. Aber ich habe natürlich was gemacht und ich zeige euch das jetzt einfach mal hier in diesem Vlog. In irgendeinem Craft-Video zeige ich dann auch die Sachen so nochmal. Aber ich zeige euch das jetzt. Ich möchte euch das zeigen. So, guck mal hier. Also hier, das habe ich vorhin bekommen. Das ist Ü-Post. So, ich muss nämlich jetzt mal ein bisschen Platz hier machen. Weil ich euch ja zeigen wollte. Na? So. Was ich gemacht habe. Und zwar, guckt mal, das ist die Mütze, die ich euch vorhin schon mal gezeigt habe. So richtig, ja, so 20er Jahre-Style. Mein Gott, was rede ich für ein Bullshit. Ne? So 20er Jahre-Style. Ich finde die so toll. Ja, und ich habe vorhin beschlossen, ich werde mir noch eine Mütze machen. Passend zu meiner blauen Jacke, die ich jetzt immer anhab. So. Und dann wollte ich euch zeigen, ich habe doch die Babydecke fertig gemacht, ne? So. Und da ist das gute Stück. So. Seht ihr das? Das ist die Babydecke. Die hat da oben einen Knopf. Das hat auch einen Grund, weshalb die einen Knopf hat. Und zwar wird die zusammengelegt. Oh, ich zeige euch das aber dann alles genauer, wenn das Video dazu fertig ist. Also die wird so zusammengelegt, ne? Wenn das Baby da drin ist. Und dann macht man halt nee, falsch rum. Ich muss selber gucken. Hilfe, ich reiß mir meine Deko hier auseinander. Ich das selber gerade nicht auf die Kette und schmeiß schon wieder die Deko auseinander. So. Nee, ich kriege da gerade nicht hin. Ist ja grausam. Oder habe ich es jetzt? Nee, natürlich nicht, ne? Nee, falsch rum. Falsch rum. Also mit einer Hand ist auch blöd, ne? Also. Ah, jetzt habe ich jetzt. So. Ja, wenn das Baby dann da drin ist. Da brauchst du einen Wegweiser für hier. So, wird das so gemacht. Und so, ne? Und so, seht ihr, da wird das Knöpfchen dann geschlossen und dann ist das wie so ein Säckchen. Ne? Ja, die ist für unsere kleine neuen Ehrenbürgerin da. Ja, ich habe noch was vor heute. Jetzt gerade bin ich dran, mein Video fertigzustellen von Mones Adventskalender. Ah, Moment mal, jetzt wieder von vorne hier. Also, ich mache das Video von Mones Adventskalender. Das ist da hinten. Da ist der Rechner. Das ist da in der Bearbeitung. No. Ja, das wird gleich hochgeladen. Und dann mache ich ein Video von der Ü-Post hier. Ich habe mich so gefreut wieder. Ich halte hier meine Hand natürlich vor der Kamera. Ist ja echt spitze. Ich bin super heute. Super durcheinander, ne? Ja. Und dann mal gucken, was der Tag noch mit sich bringt. Und oh, Leute, ich habe gestern zu viel Süßigkeiten gegessen, ne? Also ihr habt da hier vorhin die Schale gesehen mit dem Gedönsrad, ne? Ich weiß nicht, kann ich dazu noch mal zeigen? Da, ne? Da. Und ja, die war doppelt so voll.
Da hat sich meine Tochter gestern ein bisschen was von weggenommen, aber ich habe das meiste davon gefressen. Und meinem Magen geht es deswegen heute nicht so besonders gut. Ich glaube, das war zu viel des Guten. Ja gut, das war's jetzt erstmal. Mal gucken, ob noch irgendwas dazukommt heute oder nicht. Wir werden sehen. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe das Video für Mone fertig gemacht. Das lädt jetzt gerade hoch. Dann habe ich die Tauschpost ausgepackt. Nicht die Tauschpost, das Ü-Päckchen. Ich bin echt ein bisschen neben der Spur. Keine Ahnung warum. Also, das Ü-Päckchen habe ich ausgepackt. Und ich bin total geflasht wieder. Ich bin so begeistert. Ich hätte gar nicht geglaubt, wie viel in diesen Umschlag da reinging. Also, und wie liebevoll das alles zusammengepackt war. Und ich habe mich so gefreut. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Es ist einfach nur schön. Und natürlich habe ich ein Video gemacht. Ich habe das okay bekommen. Das Video geht nachher in die Bearbeitung. Und dann lade ich es hoch. Und dann könnt ihr das auch sehen. Ne? Das ist Wahnsinn. Obwohl, ihr werdet wahrscheinlich das Video zuerst sehen, bevor ihr dieses Video seht, weil der Vlog ist ja noch nicht ganz beendet. Ich weiß nicht, ob nach diesem Video hier noch was dazukommt. Ich sitze hier gerade auf meinem Balkon. Warum wohl? Weil ich am Qualmen bin, ne? So, ich hoffe, ich habe das andere gerade da rausgeschnitten, ne? Also, ich bin natürlich auf dem Balkon, weil ich hier draußen qualme, weil bei mir nur draußen gequalmt wird. Wenn ihr wüsstet, was ich vorhin gesagt habe. Nee, auch bei der Kälte wird bei mir nur draußen gequalmt. Und ist eben so, ne? Da muss man durch. Manchmal ist mir dann zu kalt, dann verzichte ich aufs Rauchen, ne? Also wir haben sehr bescheidenes Wetter. Das geht mir auf die Knochen so ein bisschen, weil wir haben nasskaltes Wetter und das ist alles andere als schön, ne? Weiß ich nicht, ob ich nachher noch einkaufen muss und ob ich euch dann nochmal mitnehme oder ich, wie gesagt, ich habe jetzt momentan keine Ahnung, wie ich das gerade handhaben soll. Ja, auf jeden Fall bin ich absolut geplättet und von diesem Ü-Päckchen. Ich habe ja damit überhaupt gar nicht gerechnet und ja, Sinn von Ü-Päckchen, ne? Aber da ich ja Post erwartet habe, bin ich in der Erwartung natürlich zum Kasten gegangen, weil ich gedacht habe, ja, das ist da und ich habe sofort gesehen, das ist was ganz anderes. Das ist nicht das von Doran Beats, ne? Ja, ich warte auf Doran Beats, aber das war jetzt um Längen schöner, ganz ehrlich. Also, ja, ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll. Ich höre jetzt besser auf. Ich quatsch nämlich eh nur ein bisschen Blödsinn. Bisschen Blödsinn, seht ihr? Da haben wir's. Ich bin durch. Vielleicht bin ich auch zu früh aufgestanden heute. Ich habe keine Ahnung. Ja. Bis dann. Hallo, meine Lieben. Ich habe vorhin mein Video fertig gemacht und da habe ich dann auch gesagt, geht raus, auch bei dem Wetter. Geht ein bisschen spazieren, ne? Und ich beherzige jetzt meinen eigenen Rat. Ich bin jetzt unterwegs mit dem Hund. Dorthin, wo wir schön spazieren gehen können. Und ja, ich werde einfach mal genießen und ein bisschen Kraft tanken und Energie. Denn auch bei Regen kann es sehr, sehr schön sein. Ich genieße es dann, wenn ich die Düfte einatmen kann von dem Laub und einfach frische Herbstluft tanken. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir schon Winter? Keine Ahnung. So, wir sehen uns gleich. Wir sind immer noch unterwegs. Ne? Da geht's zum Poco, die natürlich heute geschlossen haben. Und
hier gehen wir weiter geradeaus, weil da hinten, da ganz hinten kommt ein Spazierweg und da gehen wir jetzt hin. Oh, und es ist stürmisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt. Huch, Dieter muss mal eben Zeitung lesen und Nachrichten schreiben. So, hier sind wir jetzt. Dieter ist angeleint aus letzte Mal genannten Gründen. Auch heute am Sonntag traue ich den Ballerbären hier nicht. So, aber das hier ist ein beliebter Hundeweg. Und hier waren natürlich schon einige und hier hat er viel zu tun. Ne? Ja. Ja. Dann haben wir gerade seine Freundin getroffen, die vergöttert er ja. Dann haben wir gerade jemanden getroffen, die mögen sich halt also noch gar nicht. War schon witzig. Ne? Das beruhte dann auf Gegenseitigkeit. Ja. Obwohl ich sagen muss, wenn DJ ohne Leine ist und trifft auf fremde Hunde, hat er eigentlich noch nie wirklich Probleme gehabt. Jedoch einmal bei einem großen Hundetreffen, was ich nie wieder so machen werde, so viele fremde Hunde auf einen Haufen und da war da ein einziger dabei, der nicht so koscher war. Und ja, da wurde er dann auch übelst gebissen. Ne? Der stürzte sich dann auf ihn und hat ihn da zusammengebissen. Dabei hat mein Stinker gar nichts anderes gemacht, außer mit zwei Mädels getobt. Ne? Ah ja, sowas kann passieren. Das sind halt Hunde, sind unberechenbar, ne? Die Biester. Jetzt geht er da hoch, mal gucken. Da gibt nichts Besonderes. Komm, da oben liegt nur Schutt. Ja. Es stürmt immer noch. Und ich sehe hier, ich war hier schon länger nicht mehr. Die haben hier alles abgeholzt. Normalerweise war hier alles voll Bäume und Sträucher. Ja, jetzt hat man nur noch einen Blick auf diese hässliche Mauer. Ach, na gut, ne? Was soll man dazu sagen? Ja? Du hast aber viele Nachrichten zu schreiben. Ja. Wenn dieser Weg hier zu Ende ist, dann würden wir ins Industriegebiet kommen. Da gehe ich aber nicht mit dem DJ her, weil da auch viele Hunde sind, die Gelände bewachen. Und da ist ein Pärchen bei, den traue ich nicht so ganz. Ich habe da immer Angst, dass der eine über dem Zaun und der andere unter dem Zaun durchgeht. Ne? Nee, deswegen, ich traue den nicht so ganz. Meine Güte, Dieter, hier ist keiner. Warum gibst du denn so an? Ha? Bist du ein Angeber? Hm? Ja, so ist das halt. Ne? Also hier die Gebäude, man sieht schon, das sind Industriegebäude. Ja, ist nicht ganz so schön hier auch, aber trotzdem kann man hier eigentlich ganz gut mit dem Hund gehen. Und jetzt fängt es an richtig zu regnen und ich mache jetzt die Kamera aus, weil ich möchte nicht, dass mein Handy kaputt geht, auch wenn es eigentlich ja wasserdicht ist, aber man muss ja nichts heraufbeschwören, ne? Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Ja, gut, jetzt gibt nicht mehr zu gucken, außer dass er hier Nachrichten verteilt. Mit DJ? DJ, sagst du Tschüss? DJ? Ja, keine Zeit. DJ? Hallo? Guck mal. Oh, guck mal. DJ? Der guckt nicht, ne? Na gut, das ist er halt. Der Stinker. Hier ist die Warenausgabe von Poco. Und hier sind wir nochmal. Ich kann es ja nicht lassen, ne? Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Ja. Und ihr seht, es ist richtig schön nass. Umso mehr freue ich mich jetzt gleich auf mein Frühstück.
auf meine zweite Tasse Kaffee. Na, pst, rüber. Komm hier. So. Latsch nicht auf die Straße, Freundchen. Ja. So. Aber ich sag ja, wenn man gut angezogen ist, dann ist das Wetter gar nicht so schlimm. Ich glaube nur, mein Hund hat irgendwie langsam keine Lust mehr. Der wird immer schneller, immer schneller. Der weiß, dass das Frühstück wartet. Moment mal, was sagt der mein hier? Belichtung und Fokus wurden festgelegt, sagt mein Handy. Ich bin hier irgendwo an der Taste gekommen. Ja, schön, dass das jetzt festgelegt wurde. Ja. So. Also man sieht auch, in der Stadt kann man schön mit dem Hund gehen, wenn man die Wege alle kennt, ne? So. Jetzt müssen wir hier noch durch die Wohnsiedlung. Dann sind wir ja schon gleich zu Hause. Bitte, komm mal hier rüber. Komm. Ne, komm. Komm. So. Der weiß natürlich, dass nach Hause geht. Der kennt den Weg. Theoretisch könnte ich den jetzt abmachen und der wird alleine nach Hause laufen. Kennt der nichts drin, ne? Ja. Dieter, du müsstest eigentlich leer sein, wirklich. Und nochmal. Komm. Komm, du Eumel. Naja, erst trödeln und dann vorrennen, ne? Ja. Wie gesagt, ich glaube, das war es jetzt nun wirklich. Für ihn nicht, ne? Er hat hier immer noch eine Menge zu lesen, weil, ja, hier gehen viele seiner Kumpels her. Da muss er natürlich jetzt Nachrichten lesen und beantworten, ob es geht oder nicht. Ich glaube, der spart sich immer dafür so 2-3 Tröpfchen auf, ne? In diesem Sinne, meine Lieben, das war's jetzt für dieses Mal. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, hier sitze ich jetzt auf dem Balkon, weil ich mir eine rauchen wollte. Und mit meiner zweiten Tasse Kaffee gefrühstückt habe ich noch nicht, weil ich bin ja gerade erst reingekommen. Aber ich wollte jetzt unbedingt nochmal in Ruhe eine rauchen. Eigentlich rauche ich nicht vor dem Frühstück, aber wenn ich vorher mit dem Hund spazieren gehe, dann gerät das jetzt immer ein bisschen durcheinander. Ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja nicht mehr auf Diät, ne? Das tut so gut. Ja, ich weiß nicht, ob heute noch was nachkommt an Videos oder nicht. Man wird sehen. Ich habe gestern ja auch ein bisschen gevloggt, allerdings auch Gassi und so. Auch stürmt ganz schön. Der Regen peitscht mir jetzt ins Gesicht. Aber ich weiß ja, da ist die Tür. Ich kann sofort rein ins Warme. Obwohl, so wirklich kalt ist es gar nicht. Ne? Der Wind ist okay, der ist unangenehm mit dem Regen, aber so richtig kalt ist es nicht. Muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Naja, ich werde jetzt hier in Ruhe meinen Kaffee trinken und mein Zigarettchen rauchen. Dann werde ich direkt die Daten auf den Computer überspielen, weil ich muss Mones Video fertig machen, ne? Also beziehungsweise Kalendertürchen Nummer 8. Ja, von Mone für Mone, ne? In erster Linie. Für euch natürlich auch. Es wird natürlich wie immer ein Gedicht vorangeben. Ja, und ich mache jetzt mal hinne, sonst bin ich hier gar nicht völlig durchnässt und da habe ich auch keine Lust drauf, ne? Ich kann schon gar nichts mehr sehen, weil die Brille einfach so beschlagen ist und auch voll geregnet. Ja,
So ist das nun mal, ne? Und trotzdem tat der Spaziergang gut. Mir tat er gut. Ich glaube, dem Hund tat er sowieso gut. Und ja, ich habe jetzt genug Energie getankt, dass ich gleich richtig in den Tag starten kann. So, oh, ich halte meine Griffel wieder vor die Kamera. Kneif die Augen zusammen, wenn es mir in die Augen regnet. Ja. So, meine Lieben, das war's jetzt. Mal gucken, was da noch kommt. Achso, die Flockerei von gestern und das hier werde ich zusammenschneiden. Ne?